Ja, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Es war jetzt ein paar Wochen ruhiger bei uns, aber das wird sich ab sofort wieder ändern. Heute geht es zum Silvesterlauf nach Münster. Für uns eine absolute Premiere. In Münster bin weder ich noch Tim noch Marvin ein Rennen gelaufen, aber das wird sich heute ändern. Und ja, knappe 100 Kilometer stehen jetzt erstmal auf dem Tacho, denn es ist nicht gerade um die Ecke, aber was macht man nicht schon alles fürs Laufen? Schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr heute unterwegs seid beim Silvesterlauf. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim neuen YouTube-Video und jetzt folgen ein paar richtig coole Eindrücke und jetzt erfahrt ihr natürlich auch, wie es für uns gelaufen ist. In diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns gleich. Hallo Marvin. Hallo Uli. Wo sind wir? Wo starten wir? Wir sind in Münster und starten beim Silvesterlauf. Und das ist heute hoffentlich nochmal richtig krachen. Zum Jahresende wollen wir da nochmal eine schnelle Zeit laufen, aber Hauptsache auch ein bisschen Spaß haben. Ich habe jetzt 8 Wochen fast gar nicht trainiert, deswegen die Zeichen stehen nicht gut, aber vielleicht irgendwie eine 17:30 oder einen kleinen Tick schneller reinretten. Aber wird schwierig. Was hast du vor? Du läufst 10, ne? Genau, ich laufe 10, bin gut in Form in der Vorbereitung auf den Weg in Richtung Barcelona. Der Mann ist in der Form seines Lebens. Ja. Okay, akzeptiere ich, werden wir gleich sehen. Sag mal noch kurz für die Zuschauer, wie viele Kilometer sind wir gefahren? Du aus Remscheid, Sehr ich aus weit. Moers. Ich bin 115 Kilometer gefahren und Uli ist 118 oder so. Wir haben uns ein schönes Rennen geliefert und ja. Genau. Wenn wir uns schon auf der Strecke kein Rennen liefern, dann wenigstens jetzt gleich. Okay. See you later, Alligator. Viel Spaß beim Video und wir sehen uns. Marvin, wie fühlt es sich so an? Wie jetzt? Kurz vorm Start oder was? Ja, klar. Ich bin total aufgeregt, wie man merkt. Nicht. Also mein Puls ist, glaube ich, noch bei 60. Bock ist aber bei 100%, Bock ist, oder? Ja, mehr als 100. Also, Tim, hast du Bock? Ich habe heute mein eigenes Mikrofon mitgebracht. Ich interview die Leute heute ein bisschen. Uli, was ist dein Ziel für heute? Nein, Mann, Spaß. Das sagt er nicht. Muss er auch nicht. Aber ich habe gesagt, er ist in der Form seines Lebens. Also der Druck ist hoch. Die Messlatte geht immer höher. Tim, was sagst du? Uli ist in der Form seines Lebens, oder? Wingardium Leviosa. Ich habe jetzt mein eigenes Mikrofon mitgebracht. Wir sind hier richtig kreativ unterwegs heute. Und ich möchte Tim gerne interviewen. Ich habe mein eigenes Mikrofon, danke schön. Tim, was ist dein Ziel heute? Nein, nein, keine Ziele. Ich habe kein Ziel. Ich kein will Ziel. Einfach ein bisschen Spaß Die wichtigste haben. Frage ist, Hallo? Hey. Für welchen Verein startet Tim heute? Das können wir noch nicht präsentieren. Das ist gewissermaßen das geht dann eine Überraschung. Aber die Überraschung schlug fehl. Okay. Ich starte für. Ich kann das noch nicht sagen. Ich kann nee, dürfen wir noch nicht sagen. Verraten. Nein, ich darf das überhaupt nicht verraten. Es darf auch niemand in die Teilnehmerliste kommen. Weil das soll tatsächlich eine Überraschung. Es soll eine Überraschung sein, tatsächlich. Also, Leute, seid gespannt. So wie erwartet. Also dadurch, dass ich 8 Wochen nicht trainiert habe, war es ungefähr die Zeit, die ich erwartet habe. Ich glaube, auf der Uhr waren es 17:54. Im Normalfall wäre ich mega unzufrieden, aber ja, dadurch, dass ich jetzt gar nicht mehr trainiert habe. Und es war viel Wind auf der Strecke, ne? Zwischen 2 und 3 war sehr, sehr viel Wind. Da bin ich gegen eine Mauer gefühlt angerannt. Aber ja, der Rest, der war gut. Schön durch den Park, schöne Strecke. Auch sehr schnelle Strecke, aber durch den Wind. War es dann doch härter als gedacht, aber hat Spaß gemacht. Und jetzt supporten? Jetzt supporten, jetzt haut ihr einen raus. So, hier haben wir schon den Ulrich Schulze vom Bergen, der sich hier fleißig warm gemacht hat. Und deine Race Prediction für gleich. Wind hat nachgelassen. Ist doch Wind gut. Hat nachgelassen? Yes. Wer sagt das? Hier. Ja, ich hoffe es. Hier war es aber auch gerade ruhig. Ich bin mal gespannt. Erwartung tief stapeln. Und tief stapeln, hoch gewinnen? Ja, Gewinn nicht, aber ich hoffe auf eine Zeit unter 36 Minuten. Das wäre doch schon und, super. Ja, ich gebe das Beste. Ja. Bis gleich. Bis gleich, wir sehen uns. Also wenn ihr so ein schönes unter Trikot einer Stunde, designt bei Marvin. Wenn ihr so ein schönes Trikot auch mal haben so möchtet, windschnittig. Dann müsst ihr mir schreiben, hat der Wind echt einfach so schön. Bester Walker heute. Die Soße Champions. Hier ist einer motiviert. Er hat Bock. Es ist nass, kalt und hart. Kennt ihr das von Seven vs. Wild? Wetter ist jetzt nicht so mein Ding. Ich hätte lieber
trockenes Wetter, aber man kann sich das Wetter ja nicht aus. Wenn ihr nochmal ein richtig schönes Race-Outfit haben wollt, dann fragt Tim Wagner. Das ist jetzt nicht designt bei mir. Ich möchte aber nochmal gerne einklinken. Gibt es eine Person, die bei einem 10 Kilometer Dauerlauf oder bei einem 10 Kilometer Wettkampf, egal was, beim Laufen, Wind und Regen mag? Ich glaube, es gibt keine Person, die das mag. Also die kommentiert es mal gerne, falls ihr dazu gehört. Uli hat sein absolut rasantes Race-Outfit. Also damit kann man doch nur schnell laufen. Und übrigens, der Weihnachtsmann hat auch an Uli gedacht. Ja, hat er. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Geil. Kann ich euch nur empfehlen. Ich weiß zwar nicht von welcher Marke, aber scheißegal. Tim startet mit Regenjacke. Marvin, mein Schlüssel hast du noch, ne? Ich hab den Schlüssel. Ich bin immer so einer, der ist immer so vorsichtig. Sonst kommt er nicht nach Hause. Genau. Ciao. Komm jetzt, Jürgen. Wenn der Kameramann den Athleten jagt. Ich schwöre, das war einer meiner ersten Steigerungsläufe gerade. Es kann losgehen. Ich bin ready. Noch nie in Münster gelaufen. Aber ich hab Bock. Ich hab richtig Bock zu ballern. Komm mal ballern. Und Leute, in 2 Wochen habe ich endlich warmes Wetter. Es geht nach Fuerteventura. Weird Flex. Wir kommen alle mit und stören ihn. Wisst ihr, das Schöne ist, man kann Tim zuschauen beim Zehner, der gerade von vorne wegläuft. Und ich esse hier ganz entspannt eine Pommes und supporte. Auch sehr wichtig. Ich guck mal. Wir kommen da gerade nämlich vorbei, sind noch eng beieinander. Ich zeige euch gleich, wenn ihr näher kommt. So, jetzt kommen sie gleich vorbei, ich zeige euch das mal. Tim ist auf jeden Fall noch zum Scherzen aufgelegt. So muss das sein. Jawohl! Tim, was so Leute, Tim ist ja durch und ich sehe gerade Uli schon, wie er sich dem Ziel nähert. Wobei, dem Zwischenziel nähert. Ich halte gleich mal drauf, wenn er hier vorbeikommt. Aber er schaut nur einigermaßen gut aus. Ist durch bei, ich glaube, 17,58, irgendwie sowas in dem Dreh. Eigentlich ganz gut. Muss er wieder supporten hier. As always. Uli, make some fucking noise. Und er ist natürlich wieder ein guter Fan hier. Hätte sogar nicht nur Pommes, sondern auch noch Currywurst. Habe ich mir verdient. Die Premium-Variante. Ich habe heute nur Pommes verdient. Wenn die Zeiten wieder schneller werden, kriege ich auch eine Currywurst. So Leute, wir gehen in die entscheidende Phase des Rennens. Wir haben jetzt 31 Minuten und 30 Sekunden rum. Ich denke mal, Tim wird hier gleich reinlaufen, also zumindest hier in die Zielgerade. Noch ist nichts zu sehen, aber ich werde draufhalten, wenn er da ist. Da ich glaube, meine Vermutung ist, dass die beiden Hand in Hand reingehen. Werde ich recht haben? Jawohl! Tschüss, Girl! Nicht Hand in Hand, aber Fotofinish, also wie ich es erwartet hatte. Geile Aktion, schöner Abschluss zum Jahr und ja, auch wieder eine super Zeit. Also die Jungs können stolz auf sich sein. Und da kommt auch der Dritte. Nochmal ein schönes Finish. Geil. So muss das sein. Gehen wir mal hier zu dem Champion. Guck mal, was er zu sagen hat. Die Kamera direkt ins Gesicht. Wie ist es? War schon abgezockt. War schon geil, war ne? Gut. Aber jetzt habt ihr euch am Ende abgesprochen nochmal. Ich habe ihm nach der Hälfte schon, ich habe ihm nach einem Kilometer gesagt, wenn du gewinnen willst, kannst du gewinnen. Habe ich mir fast gedacht. Das war gleich das Ziel, hat ja auch gepasst. Ist schon nett. Nette Aktion zum Jahresende. 33.00, glaube ich. 33.00. Ja, ja. Super Zeit. Ordentlich. Nächstes Mal wieder Sub 33, ne? Ja. Jetzt hol dich gut und cheers. So Leute, peace again. Uli nähert sich dem Ziel. Wir können ihn gleich mal interviewen, aber mal schauen, was er sagt. Ich weiß nicht, so zum Jahresende nochmal einen Lauf zu machen, könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, um das Jahr nochmal cool abzuschließen und nochmal sich sportlich betätigt zu haben. Aber da ist Uli nochmal. Wir begleiten ihn auf seinen letzten Meter für dieses Jahr. Wir sind gespannt, was nächstes Jahr macht. Damit, dass wir auch authentisch bleiben und auch nicht immer die perfekten Rennen filmen, möchte sich Ulrich Schulze von den Bergen jetzt äußern. Ja, also. Zum Rennverlauf einmal. 17,50 durch und dann
komplett eingebrochen. Ich will gar keine Ausreden suchen. Ich nehme das als guten TDL mit. Marvin lacht sich zwar aus, aber... Nein, ich lach dich nicht aus. Du musst das erstmal durchstehen und ich weiß ja selber noch, wie hart das war vom Streckenverlauf, weil man echt relativ viel Gegenwind bekommen hat bei Kilometer 2 bis 3. Rennst du gegen eine Wand an, das raubt natürlich viel Kraft. Und ich nehme das als guten zügigen Dauerlauf mit in Richtung Barcelona. Genau, abhaken, weitermachen, fokussieren und dann sehen wir uns im neuen Jahr frisch wieder. Ne? Guten Rutsch euch schon mal. Guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen. Ne? Ciao. Ciao, ciao.